Wie gesagt, das war jetzt einfach nur so ein Video, weil es mich selber ziemlich belastet hat, dass ich so ein kleines Problem nicht so schnell behoben kriege. Hallihallo Freunde, heute kommt ein Video, das wollte ich gar nicht extra thematisieren in einem Video. Ich habe es letztens schon angesprochen und zwar Oskar verliert ein bisschen Kühlmittel. Habe ich gedacht, gut, erneuert ein, zwei Schläuche. Habe ich auch getan. Das Problem ist nicht beseitigt. Darum kommt jetzt ein Video dazu, weil ich glaube, dass es sehr interessant ist. Und vielleicht erspart ihr euch so das Suchen. Und zwar habe ich jetzt den Kühlmittel Flansch neu gekauft. Kostet irgendwie nur 5 Euro. Der soll wohl manchmal porös werden. Gibt es bei VW T4 Wiki leider nicht, wie man den ausbaut, wie das Ganze aussieht. Man findet ein paar Bilder dazu. Aber ich versuche es euch heute mal ein bisschen zu zeigen. Und schaue natürlich auch, ob das die Lösung ist des Problems. Was ihr braucht, 13er Schlüssel, einen schönen langen Schlitz und dann noch einen Kreuzschraubendreher. Als erstes bringen wir den Kühler in Wartungsstellung. Ja, Freunde, ich freue mich sehr, weil es scheint wirklich daran gelegen zu haben. Dieses kleine Teil war wohl anscheinend das Problem. Ich kann es noch nicht mal erkennen, wo das Problem ist. Aber es könnte ein kleiner Haarriss sein oder es könnte auch die Dichtung hier am Flansch sein. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall tropft der Oskar nicht mehr. Und ich bin wirklich happy über sowas, weil das sind einfach kleine Probleme. Da hängt man so lange dran und dann, wenn man es geschafft hat, dann macht es einen einfach echt glücklich. Und es tut mir leid, dass ich euch doch nicht mehr zeigen konnte, weil deswegen gibt es wahrscheinlich auch davon so wenig Bilder. Man kommt an dieses Scheißding mega, mega schlecht dran. Also, ihr habt ja hier jetzt eine Schraube und hier unten eine Schraube. Und an die Schraube kommt ihr wunderbar ran. Die könnt ihr auch einsehen. Da ist sogar nochmal ein Kabel dran. Wahrscheinlich damit es an die Karosserie kommt, beziehungsweise an Masse kommt. Aber das Loch hier unten, das Schraubenloch, kann man gar nicht sehen. Da müsst ihr wirklich komplett blind schrauben. Ich habe erstmal beide Thermoschalter einfach rausgebaut und habe dann angefangen, den Flansch abzubauen. Natürlich Schläuche noch abgenommen, aber es funktioniert definitiv. Ich habe es auch hinbekommen, dann kriegt ihr das auch hin. Ein 10er Steckschlüssel oder eine kleine Knarre kann ich euch empfehlen. Dann kommt ihr da echt gut ran. Und ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, das war jetzt einfach nur so ein Video, weil es mich selber ziemlich belastet hat, dass ich so ein kleines Problem nicht so schnell behoben kriege. Und ich wollte euch damit einfach helfen, vielleicht schneller den Fehler zu finden. Also falls euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Falls jemand ein Problem hat mit dem Kühlwasser, gebt den Tipp gerne weiter. Zeigt ihm das Video, was das Problem sein könnte, falls er es noch nicht hinbekommen hat. Ich bin mega happy gerade. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!